Servus und willkommen zurück. Ja, nach dem Desaster, nach dem Upbytes-Desaster sitzen wir, weil das überhaupt nicht funktioniert hat. Dachte ich, kann ich das so nicht auf mir sitzen lassen, weil ich möchte in meinem Kanal eigentlich auch immer Sachen vorstellen, die wirklich funktionieren und die man auch gebrauchen kann. Deswegen bin ich in Lackierfachhandel gefahren und habe gesagt, Männers, ich brauche was, was auf jeden Fall wirkt und was auf jeden Fall auch Lack anlöst oder auch ablöst, dass man da mal ein gescheites Arbeitsergebnis hat. Da haben die gesagt, Alex, mach dir keine Sorgen, hier, nimm von Beko den SpeedX, ist sogar auch ein Piranha drauf. Funktioniert einwandfrei, kaufen hier alle, eigentlich sehr gutes Produkt. Und genau das testen wir heute mal, ob das gut funktioniert. Ich muss das jetzt aber auch hier als Werbesendung deklarieren, nicht, dass es da irgendwie Ärger gibt. Ist halt so. Ja gut, wir testen es heute am Scheinwerfertopf, 50er Jahre, auch gehört eigentlich auch zu meinem Horix-Projekt zusammen, aber ich mache das jetzt so als einzelne Folge, dass man so eine Art Abbeizer-Folge, dass man sich helfen kann, wenn man keine Strahlkabine hat und man beizen muss. Auf. Boah, puh. Ja, das riecht schon so, als funktioniert's. Die andere Beize, die hat gerochen wie Creme. Okay, wie gehabt, natürlich Schutzhandschuhe, Pinsel, wisst ihr ja alles. Wir probieren das jetzt einfach mal hier an meinem Scheinwerfertopf. Der ist eigentlich auch richtig schön noch erhalten, beulenfrei. Ich muss den auf jeden Fall, also ich will den auf jeden Fall auch lackieren, weil der Lack ist schon ziemlich stumpf. Wenn ich jetzt das Motorrad in so einem, ja, wie nennt man das heutzutage, sagen ja viele dazu, eine Patina-Restaurierung. Dafür wäre der auf jeden Fall noch gut, aber da ich sowieso alles neu lackiere an dem Motorrad, dann will ich auch den Scheinwerfertopf im selben Farbton und auch wirklich dann gleich machen, sonst hätte ich da irgendwelche Farbunterschiede oder auch irgendwelche Lackunterschiede zwischen Kotflügel und Lampentopf, das würde dann hinterher echt komisch aussehen. Das soll natürlich alles irgendwie auch aus einem Guss sein, also von daher. So, das soll schon nach 10 Minuten wirken. Die Kotflügel, die muss ich ja auch zum Strahlen noch geben und je weniger Lack da natürlich drauf ist, desto weniger hat auch der Strahler zu tun und desto günstiger wird es dann am Ende auch. Deswegen kann man so eine Vorbehandlung mit Beizer auf jeden Fall machen, weil jede Minute Strahlen beim Strahler kostet natürlich auch immer einen Haufen Geld. So, perfekt. Das lassen wir jetzt alles schön einwirken. Ich stelle jetzt die Kamera dazu und dann gucken wir uns das im Zeitraffer an. So, also ich habe die Beize jetzt ungefähr eine Stunde einwirken lassen und der Lack, der hat schon richtig schön die Blasen geworfen. Also das Zeug, das wirkt wirklich richtig, richtig gut. So lasse ich mir das gefallen, ohne Stress, einfach ein bisschen einwirken lassen und jetzt schaue ich mir das mal an, ob man das einfach mit einer Drahtbürste und mit einer Spachtel ganz einfach runterschieben kann. Also an manchen Stellen ist der echt sehr widerstandsfähig und ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen dicker aufgetragen. Da muss man die Anwendung dann nochmal wiederholen, aber vom ersten Ergebnis her bin ich schon eigentlich erstmal sehr zufrieden.
So, also so sieht der Scheinwerfertopf jetzt aus nach dem ersten Durchgang mit der Beize. Der Lack ist wirklich ziemlich gut abgegangen, also die größten Flächen sind wirklich sehr schön entfernt. Jetzt haben wir überall noch so ein paar kleinere Stellen, da ist der wahrscheinlich auch ein bisschen dicker aufgetragen worden früher. Da muss man jetzt einfach noch mal eine zweite Runde drüber machen und dann denke ich, ist der Rest auch dann alles entfernt. Ja, ist interessant für denjenigen, der den jetzt im Nachhinein vielleicht auch noch strahlen will, dann hat man da weniger Arbeit oder die Teile zum Strahler gibt, weil jede Strahlminute kostet natürlich immer sehr viel Geld. Und ja, also von meiner Seite aus ist die Beize wirklich zu empfehlen. So, ja, soweit so gut. Sieht doch wirklich gut aus, das Ergebnis. Und ich bin auch froh, dass es auch noch Beize gibt, die wirklich gut funktioniert. Ich mache jetzt den zweiten Anstrich nochmal, dass auch wirklich das letzte bisschen, was da noch außen im Lack drauf ist, dann auch weg ist. Und Kotflügel und der Lampentopf und noch vielleicht so ein paar Kleinteile, die gebe ich dann auch nochmal zu meinem Strahler, weil die Kotflügel, die passen leider nicht bei mir in die Kabine rein. Dann soll der alles nochmal in einem durchstrahlen und dann geht es nochmal ab zum Lackieren. Nehme ich euch natürlich dann aber auch mit. Machen wir aber in einer der nächsten Folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.